Der Islam unterdrückt Frauen? Lasst uns in die Geschichte zurückblicken. In der vorislamischen Zeit wurden die Frauen tatsächlich stark unterdrückt, als minderwertig angesehen und ihrer Rechte beraubt. Es gab speziell diese eine Handlung, die heutzutage wirklich jedem den Atem rauben würde, da sie mehr als nur grauenvoll war. Man begrub die eigenen Töchter lebendig, da man es verabscheute, Mädchen zu gebären. Sie galten nicht nur als minderwertig, sie galten in der vorislamischen Zeit als eine Art Bestrafung in den Augen der Menschen. So berichtet der Koran über diese Zeit wie folgt: Und wenn das lebendig begrabene Mädchen gefragt wird, wegen welcher Sünde es getötet wurde. An einer anderen Stelle heißt es: Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt eines Mädchens verkündet wird, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Es ging sogar so weit, dass man das lebendige Begraben einer Tochter als etwas Herausragendes ansah. Man prahlte sogar damit. So kursierten dann Sprüche unter den Arabern, wie zum Beispiel: Das Begräbnis eines Mädchens gehört zu den noblen Taten. Diese Worte waren fest in den Köpfen der Menschen verankert, einfach grauenhaft und an Unmenschlichkeit nicht zu überbieten. Doch was passierte dann? Die Barmherzigkeit der Welten, der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit dem Propheten und seiner Familie, wurde aus der Mitte des Volkes erweckt und öffnete die Tore der Menschlichkeit. Töchter, die nur als menschlicher Abfall galten, wurden zu Engelsgestalten, zu die jeder hinaufschaute, sie liebte und schätzte, da der weichherzige Prophet sich stets für sie einsetzte. So berichtete Imam al-Sadiq über den Propheten Mohammed, der Friede und Segen sei mit dem Propheten und seiner Familie, in einer Überlieferung aus dem Werk al-Kafi. Der Prophet Gottes galt als der Vater der Töchter. Das Blatt wendete sich schlagartig und viele schöne Aussagen des Propheten bereinigten die düsteren Herzen seiner Mitmenschen, speziell die der Araber, Schritt für Schritt. So sagte der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, in einer Überlieferung: Die Besten unter den Menschen sind die Töchter. Sie sind nett, bedienend, fürsorglich, gesegnet und liebenswert. Und um den besonderen Wert einer Tochter nochmals hervorzuheben, bezeichnete er die Töchter als eine Belohnung und nicht wie in der vorislamischen Zeit als eine Bestrafung. So überliefert Imam al-Sadiq ebenfalls im Werk al-Kafi, dass der Prophet Mohammed, der Friede und Segen sei mit ihm und seiner Familie, sagte: Die Söhne sind Gaben Gottes und die Töchter sind gute Taten. Gott wird die Menschen bezüglich der Gaben befragen, für die guten Taten wird er sie jedoch ohne weiteres belohnen. Wie du siehst, tat der Prophet alles dafür, um den Gedanken abzuschaffen, dass die Töchter weniger wert seien als die Söhne. Doch nun gab es vielleicht noch, wie auch heute, den einen oder anderen, der sich statt einer Tochter immer noch einen Sohn wünschte. Wie reagierte der Prophet in solch einem Fall? In unserem Werk al-Kafi wird berichtet, dass einst ein Mann die Botschaft erhielt, dass dessen Frau ein Mädchen zur Welt brachte. Der Prophet merkte, wie sich der Gesichtsausdruck dieses Mannes änderte, sodass er ihn fragte: Was ist los mit dir? Der Mann antwortete: Alles gut. Der Prophet forderte ihn auf: Spreche jetzt. Der Mann sprach: Man informierte mich darüber, dass meine Frau ein Mädchen zur Welt brachte. Der Prophet sagte daraufhin: Die Erde wird sie tragen. Der Himmel wird einen Schatten auf sie werfen. Gott wird sie versorgen und ihr Duft gleicht einer wohlduftenden Blume. Und ihr Duft gleicht einer wohlduftenden Blume. Gleicht einer wohlduftenden Blume. So viel dazu, dass unser weichherziger Prophet angeblich Frauen unterdrückt hätte. Alles Lob gebührt Gott dafür, dass er einen Propheten aus der Mitte erweckte, der die Menschen recht leitete. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Like gern dieses Video, falls es dir gefallen hat, und abonniere unseren Kanal für weitere Videos. Islamische Grüße und einen gesegneten Tag.